Heute große Monsterpreisverleihung und eure Kita wurde mitbedacht. Wie sehr freut man sich da? Wir freuen uns ganz dolle und wir wissen auch, dass es nicht möglich gewesen wäre, hätten wir die Unterstützung der Eltern nicht gehabt. Die haben ganz viel mitgeholfen. Dann, wie groß war die Begeisterung, bei dem Wettbewerb teilzunehmen? Haben Sie das erste Mal teilgenommen oder schon öfters? Wir hatten schon mal teilgenommen vor ein paar Jahren, eine andere Kollegin mit ihrer Gruppe. Und dieses Jahr kam die Möglichkeit, wieder daran teilzunehmen. Und die haben wir auch genutzt und haben uns hinterher total gefreut, als dann doch der Anruf kam. Und ja, sie haben gewonnen, ganz überraschend. Wir haben uns sehr, sehr doll darüber gefreut. Ist ja mit auch ein Geldpreis verbunden mit der ganzen Sache. Wisst ihr schon, was ihr damit machen wollt? Ja, also teilweise schon. Wir haben eine Autoküche in Sicht, die wir gerne für die Kinder kaufen möchten, draußen für den Spielplatz. Und für das restliche Geld möchten wir auch die Kinder entscheiden lassen, auch die älteren Kinder, die auch andere Bilder eingeschickt haben, was sie vielleicht gerne haben möchten. Das war eine Siegerin oder eine Siegermalerin, die ihr mitgebracht habt. Wie alt war sie? Wir haben es eingeschickt, da war sie noch 5 Jahre alt. Sie hatte dann aber ein paar Tage später Geburtstag und ist dann 6 Jahre alt geworden. Also auch so ein Stück weit kleines nachträgliches Geburtstagsgeschenk für die Kleine. Ja, das stimmt, ja. Und ich denke mal, wenn man einmal gewonnen hat, will man auch nochmal gewinnen, vermutlich. Nehmt ihr nächstes Jahr wieder teil? Ich denke mal, wir werden wieder teilnehmen, aber es wäre bestimmt unfair, wenn wir wieder gewinnen würden. Na, also ich glaube, Geldpreise können vielen Kitas zugutekommen. Was empfiehlst du anderen Kitas? Muss man beachten, um ganz vorne mit dabei zu sein? Oder müssen die Kinder besonders kreativ sein? Oder habt ihr ein besonderes Mittel, um die Kinder anzuspornen? Also ich hatte das Glück, dass ich ganz tolle, große und motivierte und kreative Kinder habe, die da mit ganz viel Eifer Bilder gemalt haben und ganz tolle Monster geschaffen haben. Und dann zusätzlich noch die Hilfe der Eltern. Wir haben Bescheid gesagt, dass wir an dem Wettbewerb teilgenommen haben und würden uns freuen, wenn sie mit abstimmen würden. Und das hat super geklappt. Und wir wissen, dass es ganz viel weiter verbreitet wurde und dass es somit gut geklappt hat.